Die Galionsfigur einer Bratwurstbude will er nicht sein und hat hingeschmissen. Der Präsident des PEN Deutschland, Dennis Yücel. Und wie geht's jetzt nach diesem Hickhack weiter im bislang so renommierten Schriftstellerverband? Ja, guten Abend. Mehrere Köche verderben den Brei, wissen wir. Und im PEN gibt's offenbar genau zwei Fraktionen unter den Kochenden oder Bratwurstbratenden. Und die liegen sich so quer, dass jetzt einfach alles angebrannt ist. Bevor ich den österreichischen Schriftsteller Josef Haslinger frage, wie er die Kartoffeln als Interimspräsident nun wieder aus dem Feuer holt, hier erstmal Robert Ackermann über die Zutaten des Skandals und die wichtigen Stimmen dabei. Das ist nicht der Verein der Großen, der Intelligenz, der von Hermann Kästen und Dolph Sternberger und Heinrich Böll und Walter Jens, diese ganze große Ahnengalerie. Es ist auch nicht der Verein derer, die in der Mitgliederliste stehen, mit denen man sich schmückt. Es ist ein Verein, der in der tatsächlich dominiert wird von lauter Wichtigtouren, von Kleingeistern, von bösartigen Menschen, die die Mitgliedschaft in diesem Verein dafür brauchen, als Ausweis der eigenen Zugehörigkeit zu einer kulturellen, literarischen, intellektuellen, wie auch immer, Elite. Deswegen dieser ganze Honoration-Kram, deswegen dieses ganze peinliche Gehabe, dieses Vereinsmeierei. Und für einen solchen Bratwurstverein als Galionsfigur stehe ich nicht zur Verfügung. Der Journalist Dennis Yücel kurz nach seinem Rücktritt als PEN-Präsident am Freitagabend. Zuvor war er zwar knapp wiedergewählt worden, aber eine vergiftete Diskussion hatte den Tag geprägt. Mein Name ist Christoph Nix, ich bin seit 4 Jahren im PEN und ich bin Professor für Strafrecht. Und ich stelle folgenden Antrag. Ach, Entschuldigung, Frau Jehner, das Arschloch habe ich gehört. Ich glaube, das ist gerade an meiner Adresse richtig. Machen wir einfach weiter. Versuchen da. Beantrage das Protokoll zu vermerken. So, wenn der Honorat Monsun sich jetzt auch hingesetzt hat, dann. Hören Sie bitte auf, mit solchen Spätzchen. So, hören Sie bitte auf. So, Herr Honorat Monsun, ja? Bitte Sie. Ich bitte Sie. Exzellenz. So. Ja, komm. Ihre Exzellenz, der Entschuldigung. Ganz kurz, Entschuldigung, ein Antrag zur Geschäftsordnung ist ein Antrag zur Geschäftsordnung und keine Rede. Juristisches Klein-Klein. Anträge und Gegenanträge. Streit über die Tagesordnung. Zwei Gruppen stehen sich in guter unversöhnlich gegenüber. Schon vor der Versammlung gab es massive Vorwürfe gegen Yücel. Auch interne E-Mails wurden durchgestochen. Was mich sehr stört, ist dieser autokratische Stil, den er da zeigt. Also er versucht zu herrschen, so würde ich es fast sagen. Er sucht selten den Konsens und geht mit den Leuten in einer Weise um, die gerade zum PEN eben nicht passt. Wir stehen auf Niveau, wir stehen auf Anstand und auf ein gutes Miteinander. Und diese drei Dinge lässt er heftig vermissen. Es ist gemobbt worden, es ist eine Sprache gebraucht worden. Ich bin Germanist. Unerträglich, flegelhaft, unerzogen, gemobbt und so weiter. Die Mitglieder des zurückgetretenen Präsidiums verbreiten eine andere Version. Die Mobbingvorwürfe, da wurden ja auch andere Dinge gesagt, Beleidigung, Herabwürdigung und all das, das ist schlicht und ergreifend frei erfunden, es ist nichts dran. Ich glaube absolut, dass einige Mitarbeiterinnen sich so fühlen, weil sie sich überfordert fühlen, weil sie wirklich jahrelang, jahrzehntelang schlecht oder gar nicht geführt worden sind und weil die Strukturen, die Zuständigkeiten, die Kompetenzen völlig ungeklärt sind. Und das hängt damit zusammen, dass vorangegangene Vorstände diesen Laden immer so ein bisschen auf Autopilot gefahren haben. Da kollidieren Arbeitsweisen und Selbstverständnisse des PEN. Wir haben halt die Vorstellung, den PEN zu einer zeitgenössischen, aktuellen NGO zu machen, die eben auch in den Medien auftaucht, wie ja jetzt bei Ihnen auch, die irgendwie vorkommt und die Stimme in der Öffentlichkeit ist und auch in der Lage ist, das öffentliche Klima vielleicht ein Stück weit zu beeinflussen. Fakt ist, intellektuelle Impulse zur aktuellen Politik kommen kaum noch aus dem PEN. Die Charta legt den größten Wert auf die Freiheit des Wortes, die Meinungsfreiheit, die Völkerfreundschaft und den Frieden. Das heißt, man unterhält sich über Literatur, aber es ist Politik. Gestritten wurde im PEN-Club schon immer. Aber nicht über Vereinsrecht, sondern über Inhalte und über Standpunkte. Wenn man dann heute auf einmal, ja bitte, Entschuldigung, ja, ich freue mich ja darüber, dass aber Gras, jetzt lass doch mal die Partei. Nein, nein, Dieter, nein. Herr Krämer, aber du nicht. Ich bin froh, dass wir aus dem Elfenbeinturm rausgekommen sind. Die Zeit mit Präsidenten wie Erich Kästner, Heinrich Böll oder Walter Jens ist lange vorbei.
Zwar sind noch viele prominente Autoren Mitglied, jedoch meistens passiv. Wie soll es also weitergehen? Die Mitgliederversammlung entscheidet sich nach dem Abgang von Deniz Yücel für einen Übergang mit Ex-Präsident Josef Haslinger. Wie will er den zerstrittenen Verein befrieden? Indem man sich wieder klar darauf besinnt, was ist unsere Aufgabe und was ist das Gemeinsame. Und das Gemeinsame ist jedenfalls, dass wir alle Schreibende sind, dass wir engagierte Menschen sind, die anderen Autoren, die in Not geraten sind, die der Zensur unterworfen sind oder die gar ins Exil getrieben werden, helfen wollen. Auch eine Verjüngung des PEN will Haslinger vorantreiben und bald schon eine nächste Tagung einberufen, die einen neuen Präsidenten wählt. Also doch alles gut, zumindest vorerst. Die Unterstützer von Yücel zweifeln daran. Es ist definitiv kein Interims-Happy End. Nein, es ist jetzt eine absolute Notlösung. Ich sehe den PEN von der ersten Liga, die er mit Deniz Yücel hatte, oder die Deniz Yücel verkörpert hat, sehe ich ihn abgestiegen in die No-Name-Liga. Absolut, ja, er wird in der Bedeutungslosigkeit versinken, denke ich, der Club. Einige Mitglieder sind bereits aus dem PEN ausgetreten. Aber immerhin, am Samstagabend geht es endlich wieder um Inhalte. Um ein bedeutsameres Thema als den verbitterten Streit der Autoren, die Ukraine. Überraschend kommt auch Deniz Yücel. Doch auch hier kocht die Stimmung wieder hoch. Du weißt es, Johannes Strass, und jetzt kenne ich dich weiter. Lass mich doch ausreden. Du hast diese Bühne bald ganz für dich alleine und deinesgleichen. Lass mich bitte ausreden. Wie es mit dem PEN weitergehen soll, verzwergt er oder kann er sich erneuern und wieder zu einer wichtigen Stimme werden? Zugeschaltet ist mir jetzt der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger. Er war 2013 bis 2017 schon mal Präsident des PEN-Zentrums Deutschland und ist es jetzt übergangsweise wieder. Guten Abend, Herr Haslinger. Guten Abend. Sie haben jetzt einen Neustart angekündigt und wollen sich besinnen auf die Aufgaben und die eigentliche Funktion des PEN. Wie soll das jetzt genau gehen in so einer Situation von einer total gespaltenen Vereinigung? Naja, eine völlige hoffnungslose Lage ist das ja nicht, denn immerhin wurde ich als Interimspräsident mit nur 8 Gegenstimmen gewählt. Das heißt, auch vom Lager von Deniz Yücel, wenn man das überhaupt Lager nennen soll, aber es hat sich so dargestellt, auch von diesen Mitgliedern wurde ich gewählt und man hat mir diese Aufgabe zugemutet, also werde ich sie versuchen. Es geht darum, zunächst einmal die Situation zu kalmieren. Wir müssen wieder zu unseren eigentlichen Zielen zurückfinden und wir müssen vor allem zurückfinden ins Gespräch. Der Streit ist immer fein, aber wenn der Streit in einen Tumult ausartet, dann ist das keine mögliche Form einer konstruktiven Weiterarbeit. Und wir werden als nächstes, nämlich am 30. Mai schon, wird das Interimspräsidium zusammentreten. Und wir werden den Termin für eine neue außerordentliche Mitgliederversammlung festlegen. Auf dieser Mitgliederversammlung wird dann ein neues reguläres Präsidium gewählt. Und meine Aufgabe im Vorfeld ist es wohl, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Mitglieder sich melden, die Interesse haben, für dieses Präsidium zu kandidieren. Wir brauchen Diversität, wir brauchen junge Leute, aber wir dürfen auf keinen Fall auch die Alten ausschließen. Wir werden dafür sorgen müssen, dass dieses Präsidium einigermaßen die Mitgliedschaft im PEN-Zentrum widerspiegelt. Herr Haslinger, es geht natürlich auch um die Außenwirkung. Sie haben schon von Tumult geredet. Ja, Streit ist fein, aber wenn es Intellektuelle noch nicht mal schaffen, sozusagen produktiv miteinander zu diskutieren, dann ist das ja auch in der Außenwirkung fatal. Wie wollen Sie das Vertrauen wiedergewinnen? Denn der PEN ist ja eine renommierte Institution fast. Und gerade in solchen Zeiten, wo Krieg herrscht und so weiter, braucht man ja solche verlässlichen Institutionen. Ja, aber ich glaube, darüber herrscht eigentlich Einigkeit. Alle wissen, wofür der PEN da ist, alle wissen, was unsere Aufgabe ist und alle wissen, dass der PEN im Augenblick mehr gebraucht wird, denn in den Jahren davor und dass die Aufgaben eher noch wachsen. Und wir haben eines der profiliertesten Writers in Exile-Programme von allen PEN-Zentren der Welt. Das heißt, nirgendwo, mit wenigen Ausnahmen, werden so viele Schriftsteller, Exilschriftsteller betreut wie vom Deutschen PEN-Zentrum, die hier Zuflucht finden.
Und das ist eigentlich eine unbestrittene Aufgabe. Von keiner Seite hat das je in Frage gestellt. Das heißt, wir müssen das Zentrum unserer Tätigkeit wiederfinden und um dieses Zentrum herum unser Engagement aufbauen und wieder zusammenfinden. Aber offenbar gab es auch um dieses Schriftsteller im Exil-Programm Streit oder nicht ganz Einigkeit darüber, wie es ausgerichtet wird. Auch das war ein Vorwurf von Denis Yücel. Wie soll das denn genau weitergehen? Denn er sagt, es geht manchmal viel mehr um Eitelkeiten der Mitglieder als genau darum, konkret Schriftstellern, die es nötig haben, zu helfen. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich ja nicht Teil des Präsidiums war, aber ich weiß, dass die auch zwischen der Beauftragten für das Writers in Exile-Programm und dem Präsidenten das Gespräch und zerrüttet war. Und das darf auf keinen Fall sein. Das Präsidium und die Beauftragte oder der Beauftragte für das Writers in Exile-Programm müssen tatsächlich an einem Strang ziehen. Und das ist offenbar in der Präsidentschaft von Yücel aus dem Ruder gelaufen. Ein weiterer Streitpunkt war der Pazifismus, also der PEN hat sich immer verstanden als pazifistischer Verein und jetzt wird das natürlich durch den Ukraine-Krieg in ein ganz anderes Licht gerückt. Ist man sich da oder meinen Sie, dass man sich da irgendwie einigen kann? Darüber kann man sich nicht einigen und darüber muss man sich auch nicht einigen. Tatsächlich kann man hier verschiedene Positionen vertreten und das wird auch gemacht. Und das ist eigentlich auch kein Rücktrittsgrund, wenn ein Präsident anderer Ansicht ist als vielleicht die Mehrheit der Mitglieder, wobei man das ja gar nicht weiß, ob das wirklich die Mehrheit ist, die das anders sieht. Die Altpräsidenten haben es eine Zeit lang anders gesehen und einen Brief an die Mitgliederversammlung geschrieben, in dem sie das darstellten und den Präsidenten zum Rücktritt aufforderten. Da unter unseren Mitgliedern aber sehr viele Journalisten sind, war eigentlich klar und hätte uns auch klar sein müssen, dass innerhalb kürzester Zeit der Brief in der Öffentlichkeit sein wird. Und das war so, in dem Augenblick, wo ich ihn in den Medien las, war mir auch klar, dass ich eigentlich einen Fehler gemacht habe. Das ist kein Rücktrittsgrund. Aber es ist eine dezidiert andere Meinung von Denis Yücel, die ich nicht vertrete. Für mich kommt ein NATO-Einsatz im Ukraine-Konflikt einfach nicht in Frage. Herr Haslinger, ich danke Ihnen sehr und wir drücken Ihnen die Daumen, dass sich der PEN gut neu sortiert. Ich danke Ihnen schön.